So, da wären wir jetzt in Orkangar. Was würden unsere Helden zuerst machen? Sie sind tagelang durch die Wildnis gereist, durch ein Gebirge kraxelt, das infiziert war mit Banditen, haben zwei Banditenüberfälle erfolgreich abgewehrt und sind dann vor einer Horde Orks geflohen. Was will man machen, nachdem man sowas erlebt hat, als erstes machen? Also Terek wird bestimmt gerne in Taverne gehen. Aber ich denke mal allgemein, die anderen würden auch ganz gerne mal einen Tag ordentlich durchschlafen, ordentlich essen und sich ein wenig ausruhen. Das heißt, wir gucken uns einmal kurz hier in der Stadt um und suchen uns dann eine Herberge. Da geht's schon mal westlich weiter. Da werden wir dann später wahrscheinlich auch raus müssen. So, jetzt tut mir das Gröbste so einmal abgeklappert haben. Wir haben da, da und da Tavernen oder Herbergen. Die alte Mine. Na gut, dann essen wir doch erstmal. 19 Silberstücke. Na, ganz schön happig. Aber das haben sich unsere Helden auch verdient. Zwar bekommt ihr hier nicht gerade ein Festessen, aber es ist auf jeden Fall gute Hausmannskost. Und wenn man Hunger hat, schmeckt alles gleich viel besser. So, und das war das Erste. Und dann mieten wir gleich mal eine Suite für eine Nacht. Das haben sie sich verdient. Mehr wäre Verschwendung. So, Talana müsste eigentlich noch ein, zwei Stabzauber machen. Weil dafür hat sie ja keine Astralenergie. Das heißt, wir schlafen einfach so durch. Und gucken, wie die Lebenspunkte und die Astralenergie eintrudelt. Naja, für einen Tag kann man nicht viel mehr erwarten. Aber wir sind noch nicht wieder topfit. Was haben wir noch? Wir haben kein Essen. Da sollten wir mal ein, zwei Rationen für jeden kaufen. Wir haben immer noch ganz viele Waffen. Die müssen auch noch alle weg. Ja, lauter Kleinkram, der weg kann. Also schauen wir uns mal nach Händlern um. Wir haben da einen Händler. Aber vorher gucke ich nochmal ganz kurz hier in diesem Knäuel, ob da noch irgendwas ist. Ein Tempel. Nee, anscheinend gibt es hier nur einen Händler und der wäre hier. Eine Krämerin. Für die Krämerin haben wir aber nichts zum Verkaufen. Wir haben ja primär nur Waffen. Nö. Das heißt, wir kaufen hier einfach erstmal 12 Rationen. Wir hätten gerne 12 Stück. Das macht 3 Dukaten. Da feilschen wir nur um 20%, das ist okay. Und das kann Gwendolyn mal machen. So. Da müssen wir auch nicht großartig vorher rumschmeicheln oder gucken, was für ein Geschlecht die haben. 20% müsste eigentlich immer drin sein bei unseren Werten. So, jetzt geht das Verteilen los. Du kriegst 2. 2. Er kann keine 2 haben, weil er überladen ist. Na gut. Dann halt die anderen erstmal. Und Terek hat ja eh noch eine Ration. Den Rest bekommt er später, nachdem wir einen Waffenhändler gefunden haben. Irgendwo einen Waffenhändler gefunden haben. Das ist doch schwieriger als gedacht, die Waffen wieder loszuwerden. Zumal halt nicht jedes Dorf oder jede Stadt ordentliche Waffenhändler hat oder einen Markt. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo am Rand vielleicht ein Geschäft ist. Nee, schaut nicht gut aus. Na gut, dann reisen wir halt weiter. Wir sind jetzt hier unten in Orkangar. Da haben wir Klanek. Nee, wir wollen nach Witsand, nach da oben. Dann ist Klanek aber die nächste Alternative anscheinend. Wirkliche Straßen kann man ja eh nicht sehen hier oben. Also reisen wir mal da hinten. So, wir gehen sofort auf die Jagd. Also primär wegen Wasser, genau. Keine Tiere, na gut. Und Kräuter suchen kann Jallen. 4 Stunden. Und ein paar Einbeeren, das ist doch okay. So, Wache schieben tut Gerugon mal wieder 2-mal und Gwendolyn 1-mal, damit Terek sich ausruhen kann. Und der Rest schläft einfach. Da
Da hat man gerade den Unterschied schön gesehen mit der Rast. Ja, was ich sagen wollte. Also da hat man eben gerade schön den Unterschied gesehen, wie der Unterschied ist zwischen dem Schlafen in einem sehr, sehr teuren Gasthaus und in der Wildnis. Bei dem einen regeneriert man gleich 9 Astralenergie, bei dem anderen nur 2. Aber gut, jetzt haben wir Orks. Und diesmal weiß ich ja, dass die Orks einigermaßen machbar sind. Aber dafür sind es halt viele. Wie machen wir das am besten? Also Tirik steht auf dem Feld, das jetzt gerade markiert ist. Das heißt, er könnte die hier vorne abfangen. Aber das sind so viele. Na gut, aber wenn Tirik die da vorne abfängt, dann kann Gerogon die hier hinten abfangen. So. Das heißt, er wird jetzt 3 um sich rum sammeln. Die Magier müssen alle sehr schnell sehr viel Schaden verursachen. Die Magiebegabten, besser gesagt. Und mir ist aufgefallen in dem Kampf, wo Tirik sich so heldenhaft noch geschlagen hat gegen die Orks, dass die Orks anscheinend weniger Lebensenergie haben als ein normaler Mensch oder als ein Räuber. Das heißt, mit etwas Glück laufen die nach 1-2 guten Treffern schon weg. Kampf, Fulminictus auf den da. Oder sterben einfach. Das waren gerade mal 11 Trefferpunkte, die ich verursacht habe. Und trotzdem ist er schon tot. Das ist doch praktisch. Müssen wir jetzt nur aufpassen, dass Talana nicht zu schnell einer vom Deckel bekommt. So, genau du. Hast 5 Bewegungspunkte. Das reicht doch perfekt für einen guten Fulminictus, der den da umbringen wird. Komm schon. Nee, nur 10. Einer von den dreien war schon angeschlagen. Aber egal, greifen wir erstmal den da an, denn er kann von der Elfe da auch noch angegriffen werden mit dem Bogen. Guter Treffer, sehr schön. Ja, doch, das läuft besser als erwartet. Du gehst mal dahin. Mürrem, Mürrem, was für eine Waffe hast du in der Hand? Bestimmt wieder deinen Bogen, hm? Aber da 3 um sie rumstehen, sollten wir auch hier möglichst schnell möglichst viel Schaden verursachen. Auch wenn ich dafür jetzt in den Städten wahrscheinlich wieder zu viel schlafen muss, um die Astralenergie rauszuholen. Aber das ist besser, als dass einer aus Versehen stirbt. Miss Long. Und ja, sowas kann doch recht schnell passieren. Also Tirik zum Beispiel war ja auch schon einmal ohnmächtig. Das hätte auch ins Auge gehen können. Und das muss ja nicht unbedingt sein. So, Jallen, hast du noch genug Astralenergie für noch einen Fulminictus? Das sieht nicht so gut aus. Doch, na, also. Schon wesentlich handlicher die Gruppe. Also, du greifst den Ork an, ruhig aggressiv. Oh, stand da gerade Ork-Hauptmann? Das war schon mal ein normaler Ork. Aber ich glaube, der von Gwendolyn aus jetzt links gesehen, das könnte ein Hauptmann sein, wenn ich mich gerade nicht verguckt habe. Also hier unten taucht ja immer auf, wer wen trifft. Und da stand nicht nur normaler Ork, sondern irgendwas anderes. Der flieht. Du sicherst. Aber ja, die Ork-Gruppen sind doch schon recht machbar. Waffe wechseln, Langbogen. Und wahrscheinlich hätten wir es auch schaffen können, ohne Astralenergie zu verbrauchen. Aber sicher ist halt sicher. Wenn wir unseren ersten Stufenanstieg haben, danach können wir auf jeden Fall die Orks erstmal so angehen, ohne gleich die großen Geschütze aufzufahren. Hast du eine Nahkampfwaffe in der Hand? Ja, sehr gut. Immer noch auf den. Aggressiv. Sehr schön. Und da stand gerade, ein Ork greift Jallen an, also ist doch kein Hauptmann. Du stehst falsch. Geh mal dahin. Abwarten. Du sicherst sowieso. Und du greifst ihn hier an. So. Aggressiv. Alte Option haben wir, glaube ich, gar nicht. Greifen wir mal ihn an. So, dann machen wir jetzt mal Computerkampf
keine Magie und drücken einfach die Daumen, dass Talana kein Ziel wird. Aber meinem Glück dreht sich dein Ork gleich um. Nee, gut, er bleibt weiter auf Girogon. Oh, und eine Waffe ist zerstört. Ich glaube, das war oben bei Myrrhem. Müssen wir gleich auf jeden Fall nach dem Kampf mal gucken. Komm schon, die letzten drei Orks fallen gleich. Ja, Myrrhem haut mit der Faust zu, habe ich gerade gesehen. Genau, wie Talana. Ja. Oh, nicht Talana hauen. Nicht Talana hauen. So, das war's. 84 Abenteuerpunkte, das ist doch mal ordentlich. Vor euch erkennt ihr in einiger Entfernung einen kleinen Bachlauf. Wollt ihr euch nach Nahrung umsehen? Ach, ja doch, beenden wir unser Tagesmarsch. Und Myrrhem soll nach Nahrung suchen. Sie findet Wasser und keine Tiere. Gwendolyn hat soeben eine neue Stufe erreicht. Dann wollen wir mal sehen. Schön, schön. Ja, welche positive Eigenschaft soll gesteigert werden? Die Steigerung von positiven Eigenschaften ist automatisch. Die von den negativen, also die Senkung, leider nicht. Überlegen wir erstmal, was sie braucht. Sie braucht Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit für Fernkampf, was sie aber nicht wirklich betreibt. Sie könnte Charisma gebrauchen, um sich weiter einzuschmeicheln. Sie ist ja eigentlich unsere Händlerin. Sie könnte mehr Mut gebrauchen, allgemein für Attacke und Parade. Und Intuition könnte auch nicht schaden. Körperkraft auch, denn sie ist ja mit im Nahkampf. Und sie könnte dadurch mehr tragen. Entscheidung, Entscheidung. Aber ich glaube, ich nehme Fingerfertigkeit. Sie ist schließlich unsere Steunerin. Das gehört mit dazu. Aber Fingerfertigkeit spielt nicht mit rein in den Attacke-Parade-Werten. Also die Attacke- und Parade-Werte, die sie als Grundstock haben, bevor die Talentwerte dazukommen, also von den einzelnen Waffen, basiert auf Mut, Gewandtheit und Körperkraft. Das heißt, normalerweise steigert man als Nahkampfcharakter einen von den dreien zuerst, oder allgemein die drei zuerst, damit die Werte im Nahkampf wesentlich besser sind, also man leichter angreifen und verteidigen kann. Na gut, dann halt Gewandtheit. So, was wollen wir senken? Wir haben Aberglaube 3, das ist schon möglichst niedrig. Wobei Aberglaube der wichtigste negative Wert ist, den man haben kann. Denn Aberglaube beeinflusst die Magieresistenz. Also wie schnell man verängstigt wird durch einen Horiphobus oder verwandelt wird in Stein. Das heißt, es ist sehr wichtig, da einen möglichst niedrigen Wert zu haben. Wir könnten versuchen, den zu senken, aber auf 2 zu kommen ist sehr schwierig. Hingegen, wenn wir jetzt aber Goldgier senken wollen würden, wäre es recht einfach. Aber Goldgier sollte sie auch möglichst hoch haben, denn ich habe gehört, dass je höher der Goldgier wird, desto einfacher ist die Feilschenprobe. Also lieber zum Beispiel sowas wie Höhenangst, Raumangst oder Totenangst. Denn es gibt mehrere Stellen in dieser Serie, wo das zu tragen kommt. Also probieren wir mal, unsere Höhenangst zu senken. Hurra, geschafft. Sehr schön. Die Lebenspunkte steigen um 5. Oh, ich hätte mal vorher abspeichern sollen. Sowas kann echt in die Hose gehen, dass man nur einen Lebenspunkt oder so bekommt. Jetzt kommen die Steigerungsversuche. Natürlich soll sie Stichwaffen erhöhen. Geschafft. Und Parade. Dann soll sie noch waffenlos trainieren. Nur für den Fall, dass wir mal in eine Tavernenschlägerei kommen. Sie soll auf jeden Fall bekehren und betören und die ganzen anderen Gesellschaftstalente erhöhen. Die können wir auch mehrfach erhöhen. Also ihr habt es ja gerade gesehen und falls ihr die Spielmechanik nicht so gut kennt oder das Pen and Paper Spiel, Kampftalente kann man beim Levelanstieg nur einmal steigern. Die anderen haben andere Werte, zum Beispiel Wissenstalente kann man dreimal steigern. Körper und Gesellschaft bin ich mir jetzt nicht so sicher, das probieren wir einfach mal aus. Also wir kehren, keine Steigerungsfähigkeiten mehr, schade. Und was ist mit Gassenwissen? Geschafft. Misslungen. Und wir können nur dreimal versuchen, etwas zu steigern. Misslungen. Das war's jetzt also mit Gassenwissen. Dann nehmen wir nochmal Menschenkenntnis und auf jeden Fall Feilschen. Gleich nochmal Feilschen.
Und ein drittes Mal können wir nicht, richtig? Nee. Also Gesellschaftstalente kann man nur zweimal steigern. Was haben wir noch? Ich erhöhe nochmal die Intuition. Denn Gwen ist ja meistens unser Charakter ganz links in der Heldengruppe. Also sie ist in Anführungszeichen die Anführerin. Das ist ja eigentlich Gerugon, aber man kann Schlösser öffnen immer nur mit dem Charakter, der ganz links ist zum Beispiel. Das heißt, da ist dann die Streunerin halt. Aber sie findet dann auch Geheimtüren. Und dafür ist halt Sinnesschärfe recht wichtig. So, was haben wir noch, was sie steigern sollte? Schlösser knacken. Und Taschendiebstahl. Auch wenn ich das nicht so häufig betreibe, gehört es für mich doch zu einem Streuner dazu. Und geschafft. So, 3 Versuche haben wir noch. Alle unsere Charaktere sollten auch gut schwimmen können. Ja, selbst Terek. Und gut klettern können. Damit wir, falls wir mal auf See fahren müssen oder falls wir mal über den Berg klettern müssen, dass es nicht allzu gefährlich wird. Das heißt, wir erhöhen einmal Schwimmen. Wir erhöhen einmal Klettern. Haben wir noch etwas Körperliches? Tanzen. Nein, nicht so wichtig. Selbstbeherrschung ist allerdings wichtig und Körperbeherrschung eigentlich auch. Wir haben viel zu wenig Talentpunkte zum Verteilen beim Levelanstieg. Nehmen wir mal nochmal Schwimmen, nur für den Fall. So, und Gott sei Dank hat nur ein Charakter gleichzeitig, also hat nur ein Charakter ein Level-Up bekommen. Sonst wäre es wirklich sehr viel Arbeit gewesen. So, das wir speichern jetzt erstmal ab. Speichern. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Suche nach einem Waffenhändler. 13, 14, so. Und bis gleich.